said you need some time apart. I'm like, what today? Sad day on the boulevard. Got me feeling like you've been a fraud. I'm double checking if I read it wrong. I want you to know. If you wanna leave, then it's time to go. Leaves gon' fall, but the tree gon' grow. The season getting chilly, better grab your coat. Cause I'm about to go in and tell you how I feel. That means I'm about to blink out and keep it super real. Should've stayed on the bench if you knew you weren't playing right. Remember you the one that said that you was leaving, I. Nothing can break me when it's all. You can't break me down. Can't no weapon born against me never break me down. I know you feel it when you hear this song. Try to play me now, you know I'm gone. You need some time apart. I'm like, what today? Sad day on the boulevard. Got me feeling like you've been a fraud. I'm double checking if I read it wrong. I want you to know. If you wanna leave, then it's time to go. Leaves gon' fall, but the tree gon' grow. The season getting chilly, better grab your coat. Cause I'm about to go in and tell you how I feel. That means I'm about to blink out and keep it super real. Should've stayed on the bench if you knew you weren't playing right. Remember you the one that said that you was leaving, I. You can't break me down. Can't no weapon born against me never break me down. Your lie is I know you feel it when you hear this song. Try to play me now, you know I'm gone. No, I can't. No, I can't stop. No, I won't stop. Smooth sounds of Rich and Digs and Sly Beats. Bringing it to you live and direct, straight from SD. Where the freaks ain't cheap and the weak don't eat. But I tell you what I told you. You should have never played a soldier. Girl, you know I'm kind of crazy. So why you ever try to play, huh? I pulled up to your crib around 6. Ain't trying to throw a fit, I just want to tell you this. Girl, you tripping, never pay attention. All them hard eyes got you feeling like a vixen. Must have forgot how you paying on your rent. Think about it, baby, you ain't paying for that shit. I gave you every single little penny that you get. Now tell me what the reason why you leaving me again. I knew about the guy that you was talking to. Thought I never had a clue. Thought he was a baller, so you figured he a match for you. Then you try to text me telling me you needed time apart. Now I'm about to tell you why that really, really isn't smart. He ain't really ballin'. He just bought Jordans and take a lot of pictures. Hoping thirsty women called him, and that's what you did. Now you gotta pay your own rent. It's all. You can't break me down. Can't no weapon born against me never break me down. Your
I know you feel it when you hear this song. Try to blame me, now you know I'm gone. Schönen guten Hallo. Merhaba, hukulu, was geht ab? Aus Versehen Placement gemacht, sagst du? Geil. Zanga würfelt 200 und gewinnt Genix. Ah, nee, warte mal, das ist meine Playlist für den Anfang. Was hören wir denn mal? Synthwave, ist da was Gutes dabei heute? Boah, halbe Cyberpunk hier, Junge. Geil, da flattern die Subs wieder rein. Oh, das heißt wieder richtige Milch und so. Hello, Motherfucker. Hello, Motherfucker. Wer kommt jetzt um? Hallo, guten Abend. Hi, wie geht's euch? Hello, ihr wunderschönen Menschen. Boah, die Mucke macht mich nervös, egal. Endlich gibt's Fleisch wieder. Mann, ich hab heute Beef Tacky gegessen, selbstgemachtes. Mashallah, Alter. Richtig gut. Wallah gut, das freut mich. Moin. Ey, halt's Maul, Alter, das macht mich nervös. Ja, Mann, so schön. Kamin an. Ohne Hose sitzen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf heute. Wir zocken übrigens nachher auch eine Runde 1-2 Phasmo. Mila hat gefragt und ich hab Bock. Aber später erst nach Pimmes. Ui! Da kamen wieder Updates. Es gibt auch schon Bilder von dem Gefängnislevel. Ich hab Bock. Ich weiß, das Spiel hatte zwar nur so einen Hype, aber ich mag das wirklich. Das ist immer gut. Das ist immer ein guter Kick für abends. Bei deinem Stream immer ohne Hose. Ja, so muss das sein, Junge. Geister. Geil. Alles Hater. Sid, wo ist denn dein Prime? Ich dachte, du bist mein Bruder, Alter. Du willst immer C sehen, aber gibt's nichts zurück, ne? Schon ein bisschen Stich in mein Herz. Denai, du Dobravice. Was heißt das? Was ist das? Halt albanisch? Polnisch? Tach in der App, Patrick. Hab Alpino angeschrieben. Hoffe, er leitet es dir weiter. Anti-Hero, ich hab Angst. Ich hab auch Bock. Ja, du kannst am Wochenende zocken, Jay. Siehst du ein Prime-Zeichen? Ich hab kein Prime mit Kriminell. Ja. War schon ein großes Update? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Hab Angst vor Stürmung. Warum? Ach so, wegen Kriminell. Ah, ich verstehe. Ja, Jungs, was sagt er? Kommt das Raid Pommes Placement oder nicht? Der Fabi hat gerade im Chat geschrieben, der hat angefangen zu zocken. Aber Fabi, ich sag dir ganz ehrlich, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, auch wenn vielleicht die Versuchung groß ist, weil allgemein Handy-Games und eigentlich auch alle anderen Games dich verführen wollen dazu, Geld auszugeben, weil der Progress dann schneller geht oder so ein Scheiß, macht das nicht. Du kommst auch ohne irgendwas zu payen sehr weit. Gibt nichts aus. Jamal hat auch angefangen zu zocken. Und ich bin, wie ich gestern schon gesagt habe, ich finde das ein gutes Spiel. Ganz einfach. Ich spiele das auch. Ich habe das gestern nach dem Stream, lag ich im Bett schön mit Handy Bau gezockt. Mir macht das Bock. Ist einfach so. Wahrscheinlich YouTuber. Chatmods und Kurz, das geht. Das kannst du aber ganz vergessen, hier, das Lied. Kein Cent, das ist gut. Geht sich an gut. Und so ein kleiner Shadowlands-Hype in dir schon. Ja, auf jeden. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Mir macht das Bock. Ich komme momentan nicht weiter, weil ich noch nicht so den Überplan habe. Ich habe vorhin Jack mal gefragt, wie ich an besseres Gear komme.
Aber das geht schon. So für ein bisschen zwischendurch geht das. Ich habe schon bei viel zu vielen Handy-Games Geld ausgegeben. Reicht. In ICC-Farm. Was willst du? Hä, wie in ICC, Junge? Wir reden hier nicht von der WoW-Pommes. Ice Chrome. Ist das jetzt wirklich ein Gebiet da? Ist das dieser Dingsboss? Wir reden nicht über die WoW-Pommes, Bruder. Nee, nee, du verstehst mich falsch. Alpino. Anti, ist das Dominus die Pizza-Dings? Weil das gibt es bei mir in der Nähe nicht. Hallo Franzi, du Ärgerin. Aua. Ich habe stundenlang diese Kakas gefahren, bis ich rausgefunden habe, dass das dass als Mount der blaue Proto da droppt. Den habe ich schon enttäuscht. Ach so, eine WoW-Pommes, ne? Ach, boah, da wollte ich auch noch Gear holen. Scheiß drauf, ich gehe in Shadowlands einfach so rein mit dem Krüppel-Gear, was ich da habe. Mit der Muchkacke. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, im WoW noch Gear zu fahren. Hallo, Chirpo. Lass mich mal kurz runterscrollen. Itzandia, dankeschön für 100, 200, 400, 600, 800 Bits. Brudi, vielen lieben Dank. Mike, dankeschön für den Resub am 20. Drish, dankeschön für den Resub am 4. Der Herr Lars Palme, dankeschön für 200 Bits. Denno TV, danke für den Resub am 18. Der Herr Newlack, danke für den Prime am 21. Daniro, danke für den Resub am 42. Genau wie der Mark, dankeschön für den Resub am 42. Nilzit, dankeschön für den Resub am 30. Der Herr Tracer, danke für den Prime am 17. Der Bad Boy Mark, danke für den Prime ebenfalls und herzlich willkommen und danke für die Hilfe im Discord von vorhin. Hat leider nur nichts gebracht. Boah, jetzt geht's aber ab hier. Hackermucke, Alter. Suirat, danke schön für den Prime 6. Sven Zielinski, danke für den Resub 12. 12 Magger. Ja, Mann. Noah, danke für den Prime 3. Und Itzandia, danke schön nochmal für 200 Bits. Das sind 1000 insgesamt jetzt. Wie geht's dir, Curtis? Mir geht's gut. Wie geht's denn euch? Also die Rares, da geben GS 110, die kannst du gut nebenbei fahren und für die Marken kannst du die GS 100 Items holen. Ja, ich weiß, aber hab ich gar keinen Bock drauf. Du bekommst aktuell durch das Event 100 GS, achso, ja, ich weiß. Den gestern meinst du, der Fischer wird auf euer Angebot eingehen und es entwickelt sich fürs Geisthaus? Wird man sehen, keine Ahnung. Ich kann nur so viel sagen, dass wir auf jeden Fall versuchen, immer ganz verschiedene Richtungen mit B zu gehen. Und der Kiez versucht auch immer was Neues. Und das liegt halt an die anderen, ob die darauf eingehen, ne? Mir ist das relativ egal, ich verpetze jeden so. Wenn wir dadurch im RP so einen Vorteil haben, ich denke halt so nur an meine Leute. Der Rest ist mir egal. Liegt halt an Tai und weiß nicht, wer noch alles. Dexus war ja gestern auch da, der O'Brien. Liegt halt an den ganzen Leuten, ne? Liegt immer an andere Leute, ob die darauf eingehen oder nicht. Wird man sehen. Aber ich denke schon. Lars Palmer, dankeschön nochmal für 80 Bits und die Kuse. Dankeschön. Ey, Körbis, hab ich dir mal einen kleinen Preview für Fasten und Discord geschickt. Ich glaube, das hat jetzt Sommer. Ja, das habe ich, das hat die Mila mir schon geschickt bei WhatsApp. Ich habe die Bilder schon gesehen. Luki. Egal, wie wird wild, ja, Mann. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich habe schon lange nicht mehr dieses Tryhard-Denken. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich geändert habe, auch an dem Charakter und an mir selber. Ich habe schon lange nicht mehr dieses Schwitzer-Denken, dass ich irgendwie übelst der Boss sein muss im RP und so. Ich will einfach nur Spaß haben. Und ich will, dass andere auch Spaß haben. Das soll einfach... Wisst ihr, ich will aufstehen und mich auf abends freuen, weil ich weiß, heute Abend wird wieder lustig im RP. Ganz egal, ob wir mit Mila unterwegs sind oder mit den Jungs oder Demba kommt mal oder wir stehen nur einfach nur im Kreis. Das gehört ja mittlerweile auch einfach dazu, so ich will einfach nur Spaß haben. Mir ist alles egal.
Jeder soll machen, was er meint. Denver kommt. Ja, du kommst doch ab und zu ins EP, Denver. Genau, wenn wir einfach ein paar Jungs Spaß haben wollen. So sollte das sein. Ist das so? Ist auch so. Der liebe Ernie, Dankeschön für 1000 Bits, Bruder. Und Matze, Dankeschön für 5 Gifted Subs. Ich hoffe, die Leute bedanken sich. Und The Don Stulle, danke für den Resub im 3. Denver rein, aber sofort. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass Denver nicht jeden Tag da ist. Weil Denver ist so ein richtig guter Sidekick-Character. So. Der taucht ab und zu auf und man weiß genau, wenn Denver da ist, so die Konstellation zwischen mir und, also Denver, mir und, was weiß ich, Tyrese und so, das wird immer, das ist immer lustig, macht immer Bock. An die Rippen, sagst du, was für Rippen, Junge. Oder mal Nachtschicht, ja, das Problem ist halt, die sind nachts immer unterwegs, ne. Und ich will ungern den Stream um 12 Uhr starten, um dann nachts unterwegs zu sein, weil dann geht gar nichts mehr. Da sind doch nicht mehr so viele Leute am Server. Der Herr Derek Black, vielen lieben Dank für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Der Herr aus Hogwarts. Es sind immer viele Lacher garantiert, wenn der Mutter weiß, das stimmt. Habt ihr im Dist wegen Windows-Aktivierung was gepostet? Hatte gleich vor ein paar Wochen. Boah, warte, ich guck mal kurz. Ich hab das nicht hinbekommen heute, ne? Ich weiß auch nicht warum. Ich guck mir das nachher machen nach dem Stream an. Ich will das unbedingt aktiviert haben. Ich habe jetzt zwar das Wasserzeichen entfernt bekommen, aber wenn du Windows nicht aktivierst und so. Und ich habe gestern Abend bzw. gestern Nacht nur einen Key gekauft. Nochmal neuen, ich Idiot, Alter. Und hat trotzdem nicht funktioniert. Wenn du das nicht aktivierst, kannst du zum Beispiel keinen Hintergrund ändern und so. Das fuckt mich mega ab. Gibt auch eine Mittagsschicht. Wo denn? Mach doch länger, musst ja keine ganze Nacht machen. Nö, mach ich nicht. Ich mach bis 12. Außer es geht irgendwas ab, aber ich werde nicht gezielt länger zocken. Ich bin nach den 5 Stunden schon irgendwie im Eimer. Ich bin alt, Mann. Ich kann das nicht mehr. Ich kann keine 10-Stunden-Streams machen. Habe ich überhaupt jemals 10-Stunden-Streams gemacht? Die Mucke, ja, was soll ich machen, Denver? Ne? Du darfst keine Copyright-Music mehr spielen. Durftest du noch nie. Aber jetzt verfolgen die das. Kriegst du Ärger. Dann müssen wir halt auf Brezel Rocks umsteigen. Willkommen zu Curtis der PhD. Willkommen auf meinem Kanal. Was? Was? Junge, schreibst du mit dir selber hier, Alter? Was ist mit dir denn mal? Was? Wo ist denn eigentlich Da Vinci? Ich habe Da Vinci noch nicht gelesen. Hallo, Desop, guten Abend. Ich glaube, 7 Stunden, ein paar Minuten war das längste. Nee, Quatsch. Junge, GTA-Live-Zeiten habe ich richtig reingeknüppelt. Da hing ich aber hier wie ein Zombie. So hört sich die Mucke an. Lass mich ab Knast scheinen. Ja, das war so Intro-Mucke von einem LP-Kanal. Echt jetzt? Das war dänisch. Nichts Schaden, halt Small, dem war, Alter. Hätte einfach das mal, Junge. Oh, wo ist denn Da Vinci, Mann? Ich mach mir Sorgen. Dem ist bestimmt irgendwas passiert. Hoffentlich nicht. Vielleicht auch Computer kaputt. Lusen, vielen lieben Dank für den Gifted Sub an Denver. Hat Denver sich bedankt? Nö, ne? Dreckige Schwein. Wo ist das CD Godaus? Ja, muss ich mir noch holen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, wer das in meinem EP sagt. Ich glaube, crazy. Die neue Lizenz wirst du sowieso brauchen, wenn du dir damals keine Retail-Lizenz, sondern eine OEM-Lizenz gekauft hast. Bruder, ich habe keine Ahnung, Alter, was ich gekauft habe. Ich glaube, OEM-Lizenz habe ich. Aber ich habe eine neue geholt. Also eine neue OEM, glaube ich. Ich weiß das auch nicht, Alter. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin absoluter Noob. Windows neu aufsetzen, das kann ich. Hallo, Simon, guten Abend. Und Reese, glaube ich auch. Ich bin mir nicht sicher, wer das sagt. Da muss ich mal drauf hören. Lizenz, ich hoffe nichts. Egal, Motherboard. Wie geht's euch denn? Was habt ihr denn heute so getrieben?
Was ihr habt heute zu essen? Habt ihr heute irgendwas besonders gemacht? Motherboard. Call of Duty Arbeit. Okay, danke schön, Blink. Ich probiere. Hallo, Mr. Stumpy TV. Arbeit, Arbeit. Ganzen Tag Lanz gebaut. Lanz oder Blanz? Raps, Alhamdulillah. Boah, Raps sind auch fett. Stimmt, Alter, Raps sind auch geil. Pulled Pork. Was gab's bei dir? Bei mir gab's Beef Tacky, selbstgemachtes. Mit Pommes. Voll gut. Ich mag griechisches Essen. Nudeln mit Bolognese. Das gab es gestern. Mit Fleischbällchen. Fleischbällchen. Ich mach erstmal eine Duftkerze an. Dämmer, aber jeder stinkt hier. Gepennt bis 15 Uhr. Ich hab bis 16 Uhr gepennt, Mann. Ich war auch bis 6 Uhr morgens wach. Und ich kann da nicht mal was für. Ich leg mich hin und ich kann einfach nicht schlafen. Ich hab so einen richtig ekelhaften Schlafrhythmus. Aber solange der noch vereinbar ist mit dem Stream und alles so, dann läuft das. Bist du Griechin? Nee, ich bin ein Mensch. Aber der Verlobte meiner Schwester, der Christalas, der ist Grieche. Und der kann gut kochen. Der macht immer Hapa-Hapa. Tag, Partypole. Meditieren vorm Schlafen. Oha. Heiße Schokolade? Geil. Dankeschön. Merci. Was denn? Läuft über? Machst du sauber? Nicht hauen. Nicht hauen. Geh weg. Geh weg. Geh. Da ist die Tür. Machst die Tür bitte zu. Du darfst mich nicht hauen, ich rufe die Polizei. Nein, nicht egal. Der Lucky ist bei der Polizei, der verhaftet dich. Und der hat Plüschhandschellen. So, aber meditieren vom Schlafen kann ich nicht, kriege ich nicht hin. Bin viel zu aufgedreht wegen dem Stream dann noch und meistens gehe ich dann nur eine Kleinigkeit essen am Badezimmer, so lege ich mich hin, bin viel zu aufgedreht. Dann gucke ich ein bisschen Reddit. Dann zocke ich meine Raid-Pimmes. Dann mache ich mir einen Film an. Ich habe gestern Marvel-Dings geguckt, da mit dieser einen Frau, ich weiß, wie der hieß. Wie heißt die Frau von den Avengers, Alter, diese, die so leuchtet? Ich bin so dumm, Alter. Wie hieß denn der Film, Junge? Ja, Nick, halt die Klappe, der mal, ich spann dich gleich. Tiffany, Penelope, jetzt im Maul, Junge. Das ist Thorsten. Captain Marvel, genau. Den habe ich mir reingezogen. Einfach mach so eine Übungssache. Wird es meine Nachtschicht geben mit dir, weiß ich nicht. Bestimmt irgendwann, keine Ahnung wann. Stay, die heißt nicht Stay. Kai-Uwe Streuner. Muss da schwimmen. She-Hulk. Einfach machen ist nur Übungssache. Ich glaube, ich werde niemals meditieren. Das passt schon. Jetzt was Produktives machen und erkürte schon. Mach lieber was Produktives. Ich weiß zwar nicht, was bei dir produktiv ist, aber klingt besser. Wie, nee. Ja, wenn du doch die Antwort schon weißt, warum fragst du denn dann, Junge? Was ist denn mit dir? Gleich gibt es Ärger. Das sag ich dich aber, Kollege. Könnte schon das produktiv? Nee. Ich glaube nicht. Genau, Jay, warum bist du zu böse zu mir? Lieber ein Saufen und ab in eine Pennpommes als dieses Meditieren. Also ich hätte noch ein Fläschchen Hibiki hier, den habe ich noch nicht aufgemacht. Revi hat übrigens gefragt, ob wir irgendwann mal die Tage zocken. Die hat sich auch Geister gekauft. Kennt ihr Revi noch? Ja, ne? Und ich rede nicht von Revenside. Revi aus der Pimmes. Die Sherry.
die auch gestreamt hat und immer getanzt hat und so. Warum auch immer. Ich glaube, mit der zocken wir mal Geister und Mila zusammen. Vielleicht mit Lucky. So, frei man die Zeit hat. Genau, Sherry. Eifersucht wegen deiner neuen. Memo, wenn ich Freundinnen habe, erzähle ich denen voneinander. Ich bin nicht so wie du. Drei Kinder verheiratet und schreib Weiber im Internet an. Du alten Heiratsschwindler, du Schaumschläger, du Junge. Du Betrüger. Was für Schreibenladen. Ja, du machst doch direkt hier FaceTime mit denen, Alter. Memo hat Kinder und Frau. Schlitzer, Memo. Oh mein Gott, das ganze Ding läuft über. Hilfe! Das ist so heiß. Doch nicht. Oh. Achtung, Memo hat Frau und Kinder. Kann der Chat einmal spammen? Memo hat Kinder und Frau. Warum soll der Chat spammen? Macht er denn deinem Stream, Johnny? Alter Kegler, du. Ich grüße dich, Herr Weezy. Was machen Sie in der WoW-Pommes? Du spielst Retail, ne? Oder bist du in der Classic noch? Frau hat Kinder und Memo. Classic nur der Low, ist so. Also. An alle Memo hat Frau und Kinder, falls ihr euch anflirtet, solltet ihr einfach ignorieren. Ich mach schon. Ah ne, das klebt sonst, ne? Der Memo hat Frau und Kinder, wenn er dich mal anschreiben sollte, einfach ignorieren. Doch, macht er. Doch, der schreibt alles an. Der weiß doch nicht. Na und, der schreibt dich trotzdem an, das interessiert ihn nicht. Der hat doch Ziegen. Vielleicht sollst du dich darum kümmern. Ja. Der hat doch Ziegen, Junge. Ja, Memo. Da hast du leider verkackt, Bruder. Wer war das? War meine Schwester. Geil. Übrigens, Chat, ich glaube, aus Effekt wird nichts mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nichts mehr draus wird. Aber so eher von meiner Seite. Wenn ich so darüber nachdenke, Werbung einzublenden im Stream, ich weiß nicht. Also dauerhafte Werbung, irgendwie gefällt mir der Gedanke nicht. Ein Curtis Spezial Energy hätte es sowieso nicht gegeben. Ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt das einfach daran, weil ich keinen Plan von der ganzen Scheiße hab. Und den ersten Schritt nicht mache, weil ich unerfahren bin. Egal, Raid Shadow Placement könnte ich machen. Ich steh sogar hinter dem Spiel, weil ich das selber zock. Ich könnte das machen, aber selbst da habe ich meine Bedenken. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe Schiss davor, dass es dann irgendwelche Leute gibt. Sagen wir mal, ich würde das machen und ich glaube, ich habe Angst davor, dass es irgendwelche Leute dann gibt, die im Stream dann sagen, ja, jetzt verkaufst du dich oder... Oder irgend so ein Quatsch. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme mir das dann zu sehr zu Herzen. Obwohl ich das eigentlich für zwei Stunden einfach nur mal zwei Stunden meine Zeit opfern müsste. Die werden gebannt, gibt zahlreiche. Aber die gibt es immer. Ja, aber ich möchte das hier so gestalten, dass mir das gefällt. Und na klar, du kannst es nicht jedem recht machen. Aber ihr sollt das so mitgestalten hier. Wisst ihr, was ich meine?
Raid Shadow Legends ist aber auch verrufen, sein Großonkel. Klar ist das verrufen. Weil die einfach jeden mit einer gewissen Reichweite, auch kleinere Streamers, weil die halt aggressive Werbung machen, ne? Und aggressive Placements. Aber an dem Spiel und so ist nichts auszusetzen. Das ist einfach eine Tatsache. Und viele reden auch darüber und haben das Spiel selber nie gespielt. Papa Stay wird dir das nicht empfehlen, ich weiß. Aber die Frage ist, warum? Ich für meinen Teil habe bisher nur herausgefunden, dass das einzige Negative daran ist halt diese aggressive Werbung. Nicht im Spiel selber, sondern außerhalb. Dass die halt jeden Hans und Hello, Dings anschreiben dafür. Ich habe aber auch, ich google immer ein bisschen so über Sachen so. Und ich habe auch einen Twitter-Post gesehen von einem etwas kleineren Streamer. Da haben seine Zuschauer, die ihm zu, ich weiß nicht wie viele Zuschauer der hat, ich glaube so 100 oder so, da haben auch ein paar drunter geschrieben, ja, warum verkaufst du dich jetzt und so. Aber der Typ selber war mega glücklich darüber, dass er so ein Placement machen konnte und dass er, weil die Zahlen echt gut, muss man einfach sagen, dass er so ein Placement annehmen konnte, wo richtig gut zahlt, weil er halt auch von seinem Stream so lebt. Und der hat halt nur eine kleinere Community. Und für solche Leute ist das halt ein riesen Boost, ne? Für die Selbstständigkeit auch. Raid ist guter Zeitvertreib, wenn man kein Geld reinsteckt. Ist es doch so. Sehe ich genauso, komplett. Naja, wenn man sein Brötchen damit verdient, kommst du ohne Werbung Placement halt nimmer ganz aus. Ja doch, Simon, ich habe noch nie Werbung gemacht. Die einzige Sache, die ich gemacht habe, ist dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Placement oder Werbung für Nvidia, für die Grafikkarte. Sonst habe ich bisher noch nie was gemacht. Ich habe ganz damals, als Stay mir noch geholfen hat, mal ein Dings abgelehnt, eine Partnerschaft von Kinguin, obwohl die echt auch viel gezahlt hätten. Einfach, weil ich kein Freund davon bin, von dem Gedanke, ständig im Stream irgendwie so einen Banner zu haben. Ich mag das einfach nicht. Weil ich persönlich mag das auch nicht, wenn ich irgendwelche Streams gucke und die sind so, was unter dem Stream ist, juckt mich überhaupt nicht, weil das gucke ich mir eh nie an, Alter. Aber wenn ich mir das Gameplay irgendwo angucke und da ist ständig Werbung, und meistens sind diese komischen Energy Drinks und die ganze Werbung so, sind dann so echt hässliche Grafiken. So, das stört mich noch mehr. Nehmen wir mal als Beispiel Stay zum Beispiel. Da finde ich das überhaupt gar nicht schlimm, weil das schön gemacht ist. Mit dieses Elgato-Werbung und so. Diese Grafiken, die sind einfach minimalistisch und schlicht. Und auch dieses Design, wie das gemacht wird, dass das Logo sich immer zu einem anderen Partner ändert und dann noch in der Ecke, wo man das zwar sieht, aber das nicht so ins Auge sticht und so. So war das voll okay. Aber von allen anderen Sachen bin ich halt kein Fan. Ich weiß auch nicht, warum. Wenn die Grafiken so in so einem Overlay eingebunden werden und so. Ich hasse das. Das ist einfach mega hässlich. Ich mache es wieder gut mit einer heißen Schokolade mit Sahne. Achso. Capri-Sonne Banner geht voll fit. Ja, aber da kriegst du niemals eine Partnerschaft oder Placement. Hat einen Vorteil, du verdienst dabei Geld und gleichzeitig werden die gebannt, wo man den sieht, die nicht hinter dir stehen. Was dir Spaß macht, also perfekt. Ja, Schattenbruder, Ding ist aber, viele haben selbst gar keine Ahnung von dem Spiel oder so, die reden einfach Angler nur nach dem Mund hinterher, weißt du, was ich meine? Irgendein X-Streamer oder YouTuber sagt, ja, das ist voll scheiße, aus welchen Gründen auch immer, und die beschäftigen sich damit selber nicht und reden dann einfach nach und sagen, ja, wenn du das machst, verkaufst du dich, wenn du das machst, du bist geldgeil und bla 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 so. Obwohl viele nicht mal wissen, wie das ist, selbstständig zu sein. Na klar, ich habe den besten Job der Welt und auch den entspanntesten, wenn man das so sieht. Solange dein Kopf frei ist, ist das echt ein entspannter Job und auch der schönste Job der Welt. Aber das kann auch stressig sein. Ich bin ja das beste Beispiel dafür, ne? Dass wenn das im echten Leben mit Familie und so nicht läuft und man sich selbst überschätzt und übertreibt und so, dass selbst das Stream an sich dich übelst ficken kann. Ich hab nicht umsonst ein Jahr Pause gemacht. Und es gibt halt auch Streamer, die am Struggeln sind, auch mit ihrer Selbstständigkeit. Die haben halt nicht das Glück, irgendwie 4.000, 5.000 Subs zu haben oder 2.000, 3.000 Subs oder so zu haben, wo die sagen können, okay, ich verzichte jetzt auf so kleine Much-Werbung-Kacke. Aber man muss immer gucken, wo man bleibt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Nimm mit, was du selber vertreten kannst. Geld stinkt nicht. Und dann kann man das auch nutzen. Du kannst es ja auch gut verpacken im Stream und Werbung schön machen. Ja, kannst du. Die einzige Sache, die ich nicht möchte, aber das
wenn ich das mache, werde ich das auch so kommunizieren, dann werde ich auch vorher abklären, dass ich das kommunizieren darf, weil du hast ja so gewisse Richtlinien. Also das steht auf jeden Fall immer am schwarzen Brett, bei Twitch zum Beispiel, wenn da irgendwelche Placements sind, da steht immer dabei, kein unnötiges, schlechtmachen des Spiels oder so. Aber wenn ich das mache, werde ich darauf hinweisen, dass man kein Geld in das Spiel investieren muss, um das zu spielen. Und das ist auch kein Spiel wie am Computer, das ist ein Handygame. Bedeutet, das Spiel ist gar nicht dafür ausgelegt, dass du jeden Tag 24 Stunden da zocken kannst. So, das ist ein Spiel für, wenn du in der Bahn sitzt und so. Oder abends im Bett liegst, noch ein, zwei Stündchen so. Du kannst das nicht exzessiv suchten. Weil dafür musst du dann wiederum Geld ausgeben. Es ist halt einfach ein Handygame. Ich glaube, das verwechseln noch viele. Viele denken sich, ja, guck mal, ich kaufe mir jetzt ein Spiel so für einen Computer oder für eine Xbox, dann kann ich das 24 Stunden konsumieren. Aber das Spiel ist darauf nicht ausgelegt. Das ist schon so... Kann man das Manipulation? Nein, das ist ja das Spielmodell, ne? Ich meine, wenn du dir da drunter lädst und so, du weißt ja, auf was du dich einlässt. Du kannst dir die Infos ja aus dem Internet besorgen. Und solche Spiele sind halt nicht darauf ausgelegt, dass du die 24 Stunden durchzocken kannst. Jeden Tag durchballern kannst. Die sind halt schon darauf aufgelegt, dass du viel Spielspaß hast, dass du auch erreichen kannst, alles ohne Geld. Nur, dass es halt ein bisschen länger dauert. Aber ein bisschen länger dauern ist ja nichts Schlechtes. Das heißt, du hast viel mehr und viel länger von dem Spiel. Du kannst natürlich dir auch irgendwelche Handygames runterladen und da sofort reincashen und dann bist du Endcontent. Und dann schmeißt du das Spiel wahrscheinlich dann nach einer Woche weg, weil langweilig wird. Ich kann das auf jeden Fall vertreten. Also, das könnte ich vertreten. Weil ich mir das selbst angeguckt habe und mir selbst ein Bild davon gemacht habe. Ich finde, solange hinter den Place-Bewerbungen nicht irgendwelche schmutzigen Firmen stecken, gönn dir doch die extra Dollars. Ja, aber da, Simon, du musst das definieren, ne? Jemand hat gestern im Chat geschrieben, dass zum Beispiel Raid Shadow Legends Dings gekauft wurde von einer irgendwie ein Unternehmen, was auch mit Casinos zu tun hat und so. Und da muss jeder halt dann für sich selber wissen, ist das jetzt shady? Sollte man das machen? Oder sollte man das nicht machen? Aber die gleiche Frage kann man sich überall im Leben stellen. Man geht nach Footlocker, willst du Nike-Schuhe kaufen? Wo wurden die produziert? Wer hat die gemacht? So, wisst ihr, was ich meine? Sollte man das vielleicht unterstützen? Genauso wie bei Nestle und der ganze Kack. Bruder, jeder von uns konsumiert irgendwelche Lebensmittel und so, wo man gar nicht weiß, woher das kommt. So, und hinter ganz vielen Sachen steckt zum Beispiel Nestle hinter und so eine Kacke. Und das ist auch eine Entscheidung für sich selber. So, du stehst in Footlocker drin und du entscheidest für dich selber, kaufe ich mir jetzt Nike-Schuhe oder Adidas-Schuhe? Oder mache ich das nicht, weil ich das nicht supporte? Das gleiche auch für Veganer und alles. Meine Schwester zum Beispiel, die isst keine Tiere. Das ist eine Sache, die sie für sich selber entscheidet und finde ich auch gut. Aber es gibt auch andere Leute, die einfach einen Fick drauf geben, so die das einfach machen. Was machst du eigentlich, wenn du feste Vorgaben bekommst, was du sagen sollst? Und moin, by the way. Nö. Da geht's ja dann wirklich nur darum, sein Ziel zu erreichen, um die Kohle einzusacken. Wenn ich so Vorgaben hätte, wo die sagen, ja, du musst unbedingt sagen, das Spiel ist richtig geil und macht voll Spaß und so. Nö. Das sage ich, wenn es für mich so ist, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass das Spaß macht und ich das geil finde, ja. Aber nicht, wenn die das einem vorgehen. Das würde ich sowieso vorher abklären, wenn der Orbit da irgendwelche Vorgaben gibt. Das würde ich nicht machen. Ich hatte auch mit, ich weiß gar nicht, vor 2 Wochen oder so, aber ich glaube, ich hatte jetzt schon mal erzählt, mit dem Tai gesprochen darüber. Nach dieser Effekt-Sache, weil der Typ, mit dem ich gequatscht habe, der Sebastian von Effekt, dem habe ich auch Tai empfohlen. Weil der mich nach anderen RP-Streamern gefragt hat und auch nach dem Server, wo ich spiele und so. Und Tai hat zu mir gesagt, er ist ganz transparent mit den Leuten, die ihm zuschauen. Und sagt denen, der hat irgendwas gesagt, der hat gesagt, dass er das einmal im Monat macht, so ein Placement für irgendein Handygame oder whatever. Für 2 Stunden, damit er beruhigt schlafen kann, weil er dann weiß, okay, ich habe das Geld für Miete und so drin. Weil er ist halt selbstständig. Und der kommuniziert da doch komplett transparent mit seinen Leuten und sagt denen Bescheid. Ihr könnt das entscheiden, ob ihr mir hilft dabei. Ob ihr dann dabei seid, die 2 Stunden, oder nicht. So. Wer nicht dabei sein möchte, der guckt halt einfach nicht zu. Der kann abends dann kommen. Dann gibt's wieder die normalen Streams. Und wer helfen möchte, der ist halt mit dabei.
helfen im Sinne von zum Beispiel bei dem Handy-Game ist das so, dass man, ich glaube, alle halbe Stunde mit dem Bot einen Link postet im Spiel. Und wenn die Leute sich dann, wenn die Leute dann, also die, ihr halt quasi, ihr da draufklickt und das Game downloadet und das 3-Minuten-Tutorial macht in dem Spiel, dass ich das als Registrierung bekomme und dann verdiene ich mehr Geld dadurch so. Und da gibt es halt Stufen, ne? 250 Downloads gibt so und so viel Geld mehr, 350 so und so viel und bla bla bla. Das ist schon der erste Schmutz. So könnte der Chat da supporten und mithelfen. Ist aber auch kein Muss. Shadow Legends 15 Euro pro Download. Nein, kriegst du keine 15 Euro. Link plus Anmeldung plus Tutorial, wenn du eine bestimmte Zahl erreichst, bekommst du einen Bonus. Ja, irgendwie so. Damit habe ich mich noch gar nicht so richtig beschäftigt. Das wurde nur kurz mal angeschnitten, weil ich nach Stream Elements gewechselt bin und ich bin dann in den Dream Team reingegangen und ich habe da mit jemandem von denen Kontakt, der mich gefragt hat, ob ich Bock auf sowas hätte. Ich denke mal, was viele Leute abschreckt, sind diese Trailer von den Mobile Games. Wenn ich mir so manche Trailer anschaue, beispielsweise auf YouTube und dann das Game oder dann hat das gar nichts mehr mit dem Trailer zu tun. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mir noch nie einen Trailer oder so angeguckt. Aber ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich zeigen die dann irgendwelche Features oder so ein Quatsch, den es dann im Spiel gar nicht gibt oder der ist ganz anders. Die Trailer von Raid sind aber lustig gemacht. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich bin halt, wie gesagt, auf das Spiel gekommen. Erstens durch diesen Dings, die große Diskussion von Papa Stay. Ich glaube, mit Monte und so. Und weil ich sonst, ne, wegen der Werbung, aggressive Werbung in Form von, wir suchen Streamer oder irgendwelche Dings für Werbung in ihren Kanälen. YouTube-Werbung für Handyspiele sind zu 99% nicht das Spiel selbst. Davon, das weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. So, kurz Pommes, paar Stunden, dann Haia Haia machen. Ja, dabei, hau rein, Memo. Das Handy-Game Mafia City sind zu wild, kenn ich auch nicht. Ist bei den Trailern von AFK Arena auch so, werden Sachen gezeigt, die es in-game nicht gibt, aber egal, spiele ich trotzdem geil. Ladest dir jetzt herunter und bekomm kostenlos den Champion Abs mit dem Code Tukulu. Hallo, Motherfuckers. Such dir lieber andere seriöse Partner, Curtis. Handy Games sind einfach oft Fisch. Inwiefern Fisch? Die größere öffentliche Wahrnehmung von Raid Shadow ist nun mal extrem negativ behaftet, daher bringt das erstmal negativ PR. Egal, ob das Game an sich ohne den Pay-to-Win-Character legit ist. Ja, Ben, sollte aber mich das interessieren? Sollte mich interessieren, was andere sagen? Mich interessiert höchstens, was die Leute sagen, die zugucken. Jeder macht irgendwelche Werbung und irgendwelche Placements und irgendwelche Sachen, die einem anderen nicht gefallen. Aber sollte man darauf hören? Naja, da stecken oft unseriöse Geschäfte dahinter. Aber inwiefern? Hast du Quellen? Jetzt explizit auch bei dem Spiel? Weil ich konnte nichts finden und ich habe echt lange gegoogelt. Frag mal Papa dazu. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was der sagt. Hallo Eisenvieh. Ich brauch Papa Stay nicht fragen. Der hat mir damals bei Kinguin auch gesagt. Kannst du machen? Klar, warum auch nicht? Du musst für dich selbst nur entscheiden, ob du das machst. Und dann hieß es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, von wem das kam. Da hieß es irgendwie, dass explizit dieser Reseller von diesen Keys verkauft, die geklaut sind. Oder gekauft wurden mit geklauten Kreditkarten, also ein Quatsch. Und das ist dann in meinen Augen schon echt höchst kriminell. Deshalb habe ich auch gesagt, na, fick durch. Mach ich nicht.
Die Mobile Games machen selber einfach Geld mit Ingame-Werbung. Kann man schlecht finden oder nicht, aber ist an sich nicht unseriös. Ich habe bei Raid keine Werbung gesehen. Wenn du dich mit dem Geld identifizieren kannst und du dir sicher bist, dass alles zu dir passt, dann mach es. Letztendlich ist es alles allein deine Entscheidung. Wenn es Leute gibt, die etwas dagegen haben, sollen die halt wegbleiben. Mach das, was du für richtig hältst. Das sowieso. Aber ich will da trotzdem vorher. Ich will da so transparent wie möglich sein. Ich will das halt trotzdem vorher abklären. Ich könnte doch einfach sagen, weißt du was, ich scheiß drauf, Alter. Mir doch egal, ob hier Leute rumholen. Oder irgendwelche Streamer dann rumholen und sagen, ja, guck mal, der verkauft sich jetzt so scheiß auf alles. Eigentlich könnte ich machen, was ich will. Aber mir liegt da trotzdem am Herzen, dass ich das abkläre. Oder mal darüber rede, wie jetzt. Heißt aber jetzt noch nicht, dass ich das mache. Ich will nur darüber reden und eure Meinung dazu wissen. Duplo und Cini-Mini-Werbung, das würde ich sofort machen. Das sind alles immer nur persönliche Meinungen, aber niemand legt die Fakten dazu auf den Tisch. Ich finde, wenn du es feierst, machst einfach, was andere sagen, ist uninteressant. Stimmt eigentlich, aber nicht, was ihr sagt, ist nicht uninteressant. Ganz einfach. Ich finde stündlich 1-2 Minuten klassische Videowerben viel besser als irgendwelche schlechten Placements. Am liebsten spielen die Menschen in Deutschland auf dem Smartphone. Es geht aus Erhebung der Marktforschungsfirma GfK hervor. Das habe ich auch mal irgendwo gehört. Der asiatische Markt zum Beispiel, was Handygames betrifft, ist riesig, Alter. Aber richtig heftig, yo. Dead Jumper, danke für den Resub im 24. Iron High, danke für den Prime 3. Der Michi, danke für den Prime 6. Dr. Stroy, danke für den Resub im 3. Nukulu. Montino, danke für den Resub im 42. Und Hukulu zurück, Bruder. Cruzy, danke für den Prime 38. Und das Techno-Kind, danke schön für den Prime und herzlich willkommen. Ich spiele teilweise auch Handy-Games wie Afkarina und da habe ich meistens das Problem, am Anfang macht es Spaß, doch irgendwann kommt der Punkt, da muss man zum Leveln immer Geld investieren, um angemessen schnell zu leveln. Ja, Prepper, aber vielleicht solltest du den Punkt dann einfach für dich selbst entscheiden, damit aufzuhören, da das Spiel quasi für dich durchgespielt ist. Weißt du, was ich meine? Wenn du zu so einer Paywall kommst, dann ist das so. Entweder du musst das für dich dann entscheiden. Entweder magst du das Spiel so sehr, dass du weiterspielst und dann vielleicht ein bisschen Geld investierst, so, damit du dein Dings hast. Jetzt mal abgesehen von dem Geschäftsmodell, ne? Aber dir liegt das ja immer frei. Oder du sagst halt, nö, bis hierhin und nicht weiter so. Ich höre jetzt einfach auf und suche mir ein neues Game. Das entscheidest du ja für dich selber. Das große Problem dabei ist aber, natürlich, ich sage jetzt immer die ganze Zeit, das entscheidest du für dich selber. Das große Problem ist bei den ganzen Spielen, aber nicht nur bei den Handy-Games, ist, dass da Leute hinter sitzen, ne, so Psychologen und so, die das schon aus dir rauskitzeln. Genau wie bei den ganzen Hässling-Slot-Maschinen und so. Mit irgendwelchen Sounds, irgendwelche Push-Nachrichten auf dem Handy und irgend so eine Kacke so, dass du, weißt du, dass du einen gewissen Reiz dann hast, doch weiterzuspielen. Zum Beispiel, ich spiele Clash of Clans, hab nie Geld investiert und bin trotzdem recht so weit. Derzeit bei Town Hall Level 11. Clash of Clans ist das Spiel, wo du so eine Stadt aufbauen musst, ne? Und dann greifen andere dich an. Und dann kannst du, wenn du gut aufgebaut hast, kannst du die verteidigen und kannst du andere angreifen, oder? Diablo Immortal. Also bei AFK Arena kann ich dir sagen, du kannst bis ins letzte Kapitel schaffen ohne Geld. Es dauert nur eine Weile. Ich bin halt jetzt nach 1,5 Jahren Kapitel 30. Das haben Kollegen mal von mir gezockt, Wiz. Dieses Clash of Clans. Aber auch nur so richtig casual, ohne, ich glaube mal vielleicht eine 10er PS Safeguard oder so ausgegeben für irgendwas. Die haben das aber einfach so nebenbei irgendwie gezockt. Don't you have phones? Ist doch simpel, warum es so ist. Nahezu jeder hat ein Handy. Und wenn man in der Bahn sitzt, hat man halt kein PC bei oder eine Playstation. Klärt sich doch von selbst auch nicht. Das stimmt. Der Markt ist riesig dafür. Nimmst halt eine Nintendo Switch. Bruder, aber wie teuer ist eine Switch? Nicht jeder hat mal eben so, ich weiß gar nicht, was die kostet, 200 oder so. Nicht jeder hat mal eben so 200 Euro rumliegen, ne? Es gibt extrem viele. Beste Beispiel dafür ist zum Beispiel WoW, die Privatserver-Szene.
Es gibt so unfassbar viele Menschen, die WoW auf dem Privatserver spielen, weil die einfach keine 13 Euro haben oder bezahlen möchten im Monat, um auf offiziellen Servern zu spielen. Die Server sind voll bis oben hin. Das Problem ist, dass du gerade bei Gacha Mobile Games mit viel Loot am Anfang gelockt wirst und dann wird es immer weniger und viele fangen dann ein zu cashen und werden süchtig. Ja, Bruder, ich habe zu wenig Ahnung von den ganzen Handy-Games. Ich kann nur über das sprechen, was ich gerade spiele. Und mein Gefühl und meine Erfahrung ist, dass das bei dem Spiel auf jeden Fall nicht so ist. Am Anfang wirst du da... Okay, das, die eine Sache mit Items jetzt nicht, also Items im Sinne von Equipment. Du wirst aber am Anfang bei Raid zugeschmissen mit Energie und Büchern, die du brauchst, um Fähigkeiten zu verbessern und so. Wirst du schon extrem zugeschmissen. Aber wenn du diese Items am Anfang nicht bekommen würdest, könntest du dir niemals dann ein Team oder so aufbauen. Und würdest du überhaupt gar nicht irgendwo hinschaffen. Ich bin jetzt auf der letzten Schwierigkeitsstufe und ich habe noch nichts ausgegeben dafür. Und ich habe auch noch keine Probleme gehabt mit Energie oder so, weil du jeden Tag da Dailies machen kannst, und wo du Energie kriegst und also eine ganze Kacke. Ich spreche aus Erfahrung, war Mobile Games süchtig und hab locker 7000 reingeballert. Eieieiei. Aber ich verstehe, was du meinst, Pat. Aber es geht ja auch hier nicht darum, also aus meiner Perspektive oder aus meinem Standpunkt, dass ich sage, ich möchte jetzt meinen Hauptfokus auf Mobile Games legen. Es geht einfach nur darum, dass ich einmal im Monat 2 Stunden meiner Zeit opfere und mir dadurch, wenn ich das machen würde, ganz viel Kopfgeficke erspar, indem ich einfach mal 2 Stunden meiner Zeit opfere. Das ist schon sehr, sehr verlockend. Und da ist halt die Frage von mir an euch, ob ich erstens, was ihr davon haltet und ob ich das machen soll. Oder ob es hier zu viele Leute gibt, die sagen dann, du bist ein Wichser und verkaufst dich, fick dich. Oder anders gesagt, so ob ihr das mitsupporten würdet. Ganz einfach. Ist halt echt ein guter Stundenlohn. Obwohl, ja doch, doch. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich wollte jetzt gerade sagen, obwohl es nicht darum die Kohle geht, weil eigentlich geht es beim Stream überhaupt gar nicht bei mir um Kohle. Aber in dem Fall bin ich ehrlich, wie ich bin jetzt, was ich eigentlich immer bin, in dem Fall geht es wirklich für 2 Stunden, für so viel Geld, so scheiß drauf. Scheiß drauf. Ist wirklich so. Nicht nur, dass ich das Spiel selber spiele und ich das auch gut finde, aber das ist echt heftig. Das ist halt ein Placement, ne? Janni, wer sagt denn, dass ich 2.000-3.000 Subs hab? Wird mir sogar einen Schuss setzen. Bitte, Bruder, übertreib nicht, Alter. Ich will mir die Placements anschauen, aber ich würde das Spiel nicht spielen. Ja, da sagt ja auch keiner Blink. Selbst Werbung wie kleine Banner wie Valo oder Apo hat, gehen voll fit. Ich weiß gar nicht, was Valo für eine Werbung hat. Ich weiß nur, dass Valo mir mal erzählt hat, dass er selbst mal für 2 Stunden irgendwie so ein Handy-Game gezockt hat, aber keine Ahnung mehr, wie das hieß. Kann sogar sein, dass das auch Raid war, ich bin mir nicht sicher. Sneaky, das ist süß von dir. Aber Merch ist so eine Sache, Sneaky, das habe ich schon mal gesagt. Ich könnte nach, ich weiß nicht, wie die Seiten, Teespring und so eine Kacke, ich könnte locker irgendwo hingehen und irgendeinen Merch rausballern. Aber, nee. Da würde ich ja wirklich gezielt jemandem was verkaufen, was keine gute Qualität hat. So, na klar, steht dann da irgendwie Curtis Kusch oder irgendwas drauf oder, ne, irgend so eine Kacke. Aber ich kenne das selber, wenn man, gerade bei Klamotten, wenn man irgendwas kauft, wenn ich mir mal irgendwie ein T-Shirt gekauft habe bei H&M oder so, du wäschst die 2-mal und dann ist der Printmüll weg. Junge, ich habe mich immer so aufgeregt darüber, ne. So würde ich im Leben nicht verkaufen.
nur um irgendwie Geld aus Leuten rauszukitzeln, die das hier feiern so. Und die mich gerne gucken und die mich supporten wollen. Würde ich nicht machen. Sorry. Also das wirklich nicht. Bei dem Placement handelt sich der nur darum, dass ich 2 Stunden was spiele. Und ein bisschen erklär, was in dem Game abgeht, sonst nix. Da wird keiner gezwungen, irgendwie aktiv zu supporten und das Spiel sich runterzuladen, für 5 Minuten ein Tutorial zu machen, gar nichts. Und guter Merch. Da gibt's bestimmt irgendwelche Seiten, wo es guten Merch gibt, also gute Qualität von den Klamotten. Aber da bin ich einfach zu unerfahren. Bin ich ganz ehrlich. Und da draußen, da müsste ich mich mit anderen mal connecten und danach fragen und so. Aber ich muss auch noch sagen, dass ich Merch überhaupt gar nicht fühle. Wie lange geht das Placement dann? 2 Stunden sind. 2 Stunden sind das. Ich fühle Merch überhaupt nicht. Weil er hat mehrere und die Banner sind so klein, dass die 0 während des Streams aufhören, wenn ich nicht gucke, selbst ist er live. Merch. Ich bin ehrlich, dass ich den Sponsor-Stream wahrscheinlich nicht schauen werde, weil es viel mehr anderes Content gibt, was ich in der Zeit schauen kann. Ja, Redney ist ja kein Problem. Wird ja gar keiner dazu gezwungen. So ein Pulli mit einem Affe würde ich mega feiern. Wird vielleicht gut aussehen, aber ich fühle das irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Aber Kuscheltier von kleinen Kör, das wäre schon Baba. Die Oma Sandra hat mich mal angeschrieben, weil die hat eine Freundin, die solche Kuscheltiere macht. Die sind aber relativ teuer, weil die handgemacht sind. Und die werden wie der Curtis-Affe, den Feifei damals gemacht hat, gestrickt so. Und ich glaube nicht, dass jemand bereit ist. Ich glaube, der Preis dafür war 90 Euro oder so. Und das finde ich schon extrem teuer. Ich persönlich würde mir kein Stofftier kaufen für 90 Euro, bin ich ehrlich. Nimm 2. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich es so wie Walle machen, aber das ist so mein Empfinden, weiß nicht, wenn ich an dem Placement-Game Spaß habe, würde ich das, glaube ich, auch machen. Ich weiß gar nicht, was Walle zum Beispiel für Werbung hat. Meine Mama kann das auch. Viele können das, ne? Könntest du läufst in deiner Hut rum, die Leute kennen dich nicht, aber du siehst sie alle mit deinem Merch rumlaufen, ist doch cool. Ja, der Gedanke ist schon cool, aber etwas zu verkaufen hat keine Qualität, also der Gedanke ist nicht cool. Ich stehe eher so auf selbstgemachte Dinge, man, wie ich gesagt habe, wenn 100.000 Follower da sind, lasse ich so 2 Bilder machen, auf Leinwand malen und gib die ab. Ich stehe also auf persönliche Sachen, so selbstgemachter Kram, so. Pokalo. Wisst ihr, was ich meine? Wen muss man anschreiben für das Kuscheltier? Die Oma hat mich darauf angeschrieben, die hat eine Freundin, die sowas macht. Also wenn, dann die Oma, aber lass mich das lieber mit der Oma regeln und dann sage ich euch Bescheid. Weil wenn es da irgendwie Probleme gibt, wenn ihr da irgendwie was kauft bei der guten Dame, die das macht und da kommen dann irgendwelche Probleme oder so ein Kack, dann fällt das wieder auf mich zurück und das gefällt mir nicht, der Gedanke. Edgar Wallace, sein Nachbar, danke für den Prime im 2. Affenhorde, danke für den Stufe 2 Resub im 22. Dankeschön. Magnetschädel, danke für den Prime 5. Dully of Doom, vielen lieben Dank für die 5 Gift-Zaps. Und Rumpel, dankeschön für den Resub 9. Qualität vor Quantität, stimmt. Ich kaufe mir echt einen Affen und schreibe Kürzeschuss, da hat gar nichts, was du. Was die Tiere nur. Ja, wie gesagt, der hat so kleinen Banner am Stream, unauffällig und stört keinen. Man kann einfach wieder wie gewohnt weitermachen. Du musst dann halt wissen, hinter welcher Marke man wirklich steht.
Ja, aber dafür müsste ich erstmal hier so ein, wie heißt das, dieses Management da in so ein Netzwerk rein. Oh Mann, ey, boah. Voll kompliziert, Mann. Voll unprofessionell bin ich. Ich würde so ein Mini-Curtis nehmen. Ja, wie gesagt, ne, das, ich finde das richtig teuer, 90 Euro. Ist echt teuer. Wie sieht's denn mit Display aus, mit deinen eigenen Bildern? Habe ich Cass geschrieben, Cass hat auch nachgeguckt, aber Display nimmt zurzeit keine Shops mehr an. Bitte mach's nicht wie Walle, sorry, wenn es hart klingen sollte, was Walle und Kohle in Form von Subs und Placements bett, ist furchtbar. Kann ich nichts zu sagen, Taxi, wenn du das so empfindest, so musst du das mit dir selbst vereinbaren, welchen Stream du so oder so guckst, so, aber da, ich kann da nichts zu sagen, wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, was der für Werbung hat. Mundschutz-Merch von dir wäre voll nice. Weißt du, was richtig nice wäre, wenn die Leute einfach Mundschutz tragen würden? Und zwar richtig auch über die Nase, ganz egal, was da für ein Logo drauf ist. Ich bin immer los, bin ich auch. Du brauchst dein Management, damit du dich damit nicht rumärgern musst. Ja, aber ich habe nicht mal Ahnung davon. Ich weiß nicht, wer hier cool ist, welche gierig sind, Alter, und dich ausnutzen für irgendeine Kacke und so. Das ist halt nicht so einfach. Ich würde gern in die Hände von Papa Stay gehen, aber ach du heilige Scheiße. Ich bin ja auch schwierig zu vermitteln, das darf man auch nicht vergessen, ne? So, Hauptcontent ist GTA-RP. Dann ohne Cam, ohne dies und ohne das. So, das ist schwieriger zu vermitteln als jemand, der so richtig reinhastelt mit alles. So. Dieses, sagt man Klischee, kann man das Klischee nennen? Erfüllt von diesem Standard-Streamer. Ohne Badewasser, stimmt. Mit kaputtem Mainboard. Oder du machst einfach dein Placement, dafür streamst du in 2 Stunden mit Kamera. Monte ist doch in der Textilbranche, frag den noch wegen Quali. Bruder, das, weißt du, wie teuer das ist? Das kann ich mir nicht leisten. Also, was Monte da reingeknüppelt hat damals, will ich gar nicht wissen. Der hat ja seine eigene Firma da, ne? Seine ganzen Freunde und so, die er hat, die arbeiten ja da. Also viele von seinen Freunden, so wie ich das verstanden habe. Der legt ja richtig viel Wert auf Qualität. Ich weiß nicht, ob Orbit Qualität ist, sein Merch. Weil ich hab sowas nicht und ich werde im Leben sowas nicht tragen. Aber soll ganz gut sein. Soll echt gut sein. Aber da steckt auch eine Menge dahinter. Ich würde gerade sagen, lass dich von Stay bereiten. Aber der Mann hat sehr viel zu tun. Und seinen Stundenlohn kann ich nicht bezahlen, Jungs. Mädels. Was man dem guten Herrn bezahlen müsste, damit er einen berät oder er einen mitnimmt und sich darum kümmert. Das ist zu professionell. Curtis mit Cam wäre schon wild. Monte, seine Quali ist echt sehr gut, ja. Wann geht's los mit RP, wenn ich das entscheide? Wenn du für RP hier bist, Bruder, dann gibt's ganz viele andere Streams noch, wo du hochklassiges Roleplay sehen kannst. Curtis mit Cam wäre nicht Curtis, das stimmt. Jeder hat sein eigenes Bild von mir und das ist eigentlich ganz gut. Sprich mit Vater Stay, wenn einer Ahnung hat, dann er und er nimmt sich garantiert 30 Minuten Zeit, um mit dir zu quatschen. Kann mir nicht vorstellen, dass er bei dir Geld verlangen würde. Vielleicht würde er kein Geld verlangen, weil wir uns kennen und so, aber für mich fühlt sich das, die Diskussion hatte ich vorhin sogar mit meiner Schwester und deren Verlobten. Für mich fühlt sich solche Beratung. Ich sag jetzt mal, ich habe ein Beratungsgespräch mit Stay und ich möchte da. Ich habe das unheimliche Verlangen, das auch zu bezahlen, weil es halt ein Business ist und es geht da um Business. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde mich scheiße fühlen, wenn man dafür nichts zahlen würde. Hello, wenn man professionell beraten wird. Noblet, danke schön für den Prime im Dritten. Curtis of OnlyFans niemals. Auf der anderen Seite würde Cam halt, wie du eben meintest, für dich noch viel, viel mehr Türen öffnen. Die Frage ist immer nur, was du willst. Also Cam auf jeden Fall noch nicht. Ob es irgendwann passiert, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Wird viele Touren öffnen. Die Frage ist halt nur, will ich dahin, wo die Türen mich hinführen? Ich werde niemals jemand sein, der
niemals jemand sein, der auf die Gamescom geht und sein Privatleben so öffentlich macht und jedem zeigt, wer ich bin, was ich mache und wo ich bin und da, tri, tra, trulala. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde niemals in meinem Leben in die Situation kommen, dass jemand kommt, der den Stream guckt, der das auch alles feiert und alles lustig findet und mich dann anspricht im privaten Leben und nach einem Autogramm fragt oder so. Das würde ich niemals auch, würde ich auch niemals machen. Dafür bin ich nicht geschaffen. Das will ich nicht. Das ist nicht mein Leben. Ich bin ganz ehrlich, ich fühle das nicht. Ich würde das niemals machen. Es gibt nur eine Sache, die ich bereut habe, und das war nicht auf die Dings zu gehen damals, wo Stay war und das Dev-Team von AL. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Hier ist diese Dings da in Leipzig, war das doch. Ah, Mann, wie hieß das? Ja, auf der DreamHack. Weil das sah echt mega chillig aus und da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, so die Leute auch mal persönlich zu treffen. Hallo, Motherfucker. Auch wenn ich mich wahrscheinlich damit verraten hätte und dann selbst auch geleakt hätte, wer ich bin, so. Es gibt viele, die das ohne Management auf die Reihe bekommen. Curtis, die Erfahrung bringt alles mit sich, jo. Peter Klause, Dankeschön für die Resub im 13. Moin. Hihi. Und Benji, danke für den Prime 6. Curtis kam mit Affenohrwelle über das Gesicht. Haben auch schon viele gesagt, ich soll die Curtis Kuschmaske tragen. Das will ich aber auch nicht machen, beim Teufel nicht, Junge. Und ein Brettchen anstatt Autogramm auch nicht. Geh nix. Ich weiß bis heute nicht, wie du aussiehst, aber das finde ich gut so. Da ist die Oma. Oma, was war nochmal mit deiner Freundin, die Kuscheltiere machen könnte, wollte, würde, die aber 90 Euro oder so kosten? Hattest du mit der nochmal geredet? Hallo, Opa Willy Wonka. So V-Tuber wäre nichts für dich. Was? YouTuber meinst du? Unangenehm für 4 bis 5 Stunden Maske zu tragen. Niemals, Bruder. Dankeschön, Fridolin, und hallo. Lass einfach deine Schwester dich managen. Das Problem ist, dass meine Schwester von dem Internet-Zeugs keine Ahnung hat. Wenn ich der irgendwas von Kinguin oder so erzähle, dann weiß sie nicht, von was ich rede, und das ist das Problem. Ist auch so, Dennis, ist auch so. Jeder Typ, der Dennis heißt, ist mega cute. Ist so. Hat Mama immer gesagt. Nee, das ist mit einem Programm, wo du dir einen Avatar nehmen kannst und ach so, ich weiß. Da gibt's doch, nein, Mann, Alter. Vielleicht ist das irgendwie lustig anzusehen, Tag Da Vinci. Aber finde ich totaler Quatsch. Ich hab mal bei YouTube, da gibt's doch sogar einen, es gibt so einen YouTuber, der zockt auf einem komplett leeren 5M-Server. RP mit NPCs, was ja quasi nicht schlimm ist. Aber der baitet so richtig rein, auch mit seinen Titeln. So von wegen, heute mache ich mir eine Freundin klar, obwohl er nur mit NPCs unterwegs ist. Und der hat auch so eine Software, dass der da so ein Hund ist. Ja, genau. Der hat dann eine Webcam an und dann wird er, also sein Gesicht mit einem Hund animiert, so. Und der hat irgendwie 200.000 Klicks auf dem Video. Da fragt er, oh mein Gott. Und der rennt da einfach die ganze Zeit nur rum und weiß auch nicht, Alter. Junge, da denke ich mir auch, Alter, mach das auch mal. Und dann mach mal ein richtiges RP ohne NPCs. Renn mal draußen irgendwo rum und lad das auf YouTube so hoch. Oder stream das auf YouTube oder so ein Scheiß, Alter. Wenn der schon 200.000 Klicks kriegt, wie viel krieg ich denn dann da? Und der macht wirklich nichts. Der ist nicht lustig, der läuft da einfach nur rum und weiß, ganz komisch, Alter, ganz seltsam. Ganz, ganz seltsam. Man muss nur wissen, wie man sich verkauft. Ja, Dumme, wir beide wissen, wie wir uns verkaufen. Ganz, ganz seltsam. Und dann bewegst du deinen Kopf schnell und geleakt. Nee, ich glaube nicht. Also, keine Ahnung von der Software, kann sein, Bruder, aber ich glaube nicht, dass das passiert.
Auf YouTube kann man halt mit Scheiße Geld machen. Ich habe keine Ahnung davon, Dennis. Was ich nur mal gehört habe von Leuten, die sehr viel Ahnung davon haben, ohne Namen zu nennen, ist, dass 100.000 Follower auf Twitch ungefähr 1 Million auf YouTube wären. Oder 1.000 Zuschauer hier, ein paar Tausend auf YouTube. Keine Ahnung warum. So, dass die Zahlen da quasi nichts wert sind auf YouTube. Wenn man das vergleicht mit Twitch. Nee, Double X ist nichts mehr passiert, aber wir haben heute ein Gespräch nur mit Fischer. Zwischen 22 und 0 Uhr. Du meinst Saison oder keine Ahnung, Stern, ich weiß nicht, wie der heißt jetzt gerade. Ich sehe das nur ab und zu mal, weil ich selbst mal so die Da Vinci-Videos zum Beispiel gucke und dann wird das auch vorgeschlagen. Da habe ich ein paar Mal draufgeklickt, weil ich neugierig war. Dann habe ich gesehen, so heute als Admin unterwegs und dann rennt der da auf einen Server rum, 5M-Emulator, RP-Emulator, mit einer Weste, wo hinten Admin draufsteht und fährt Auto. Und keine Ahnung, Alter. Hab ich Fragezeichen über dem Kopf, wie Questgeber in WoW-Pommes. Das ist richtig, ich verstehe das nicht. Die mögliche Reichweite ist auf YouTube wesentlich höher als auf die Twitch, ist das so. Ja. Es ist nicht mehr interessant, wer hinter dem PC sitzt, weil das kann auch vieles kaputt machen, weil jeder zu dir zum Beispiel so einen Angriff vorstellen hat. Von deiner Stimme her und die Illusion ist cool. Ja, Rico, ich weiß. Haben schon sehr, sehr viele gesagt. Ich finde nur die Fahrzeuge interessant bei denen. Ja, die siehst du so auf Twitch nicht oder auf den Servern, auf den RP-Servern nicht, weil du brauchst für Mercedes und Pipapo Lizenzen. Auch für die 3D-Modelle, dass du die überhaupt haben darfst. Auf dem Server. Und wir haben ja gestern in Erfahrung gebracht, dass man zum Beispiel auf KW die Lizenz bezahlen kann und dafür das Auto dann auf dem Server gibt. Irgendwie so. Das ist nur Kindermaxi-Kind. Geil. Excel hat auch einen Server. Da habe ich auch mal was mitbekommen. Hat der nicht irgendwelche ohne Gewehr jetzt und auch keine Quelle? Ich weiß nicht, ob da jetzt Tratsch ist. Aber da ist auch irgendwas mächtig in die Hose gegangen mit seinem Server, mit irgendwelchen Devs, ne, die abgezogen wurden oder so. Oder nicht bezahlt wurden für ihre Arbeit. Irgendwie so ein Quatsch. Aber dieses ganze, ja, ich mache meinen eigenen Server auf, bringt eh nichts. Das hat Stay schon damals prophezeit. Zu Alternate Live-Zeiten noch, weiß ich ganz genau noch, bei dem Gespräch, wo alle Projektleiter und so im Teamspeak waren mit der Geschichte mit GTMP und so. Je mehr Server aufgemacht werden, umso krasser wird die Community gespaltet und so schlimmer wird das überall. GTA Live-Zeiten waren noch richtig geil, man, da war noch jeder auf einem Server. Wirklich jeder. So viele normale Spieler, so viele Streamer und so und alles hat harmoniert. Da gab es so gut wie keinen großartigen Stress und besonders kein Beef auf Twitch dann unter den Streamern. Klar gab es dem RP mal Ärger, aber hat das nie nach außen getragen. Da war alles mal cool, Mann. Hallo Lust, guten Abend. Willst du auch einen doppelten Lunch? Was war ein doppelter Lunch? Nochmal Tequila mit Salz und so, ne? Ja, Dulli, das wäre auch was, aber das wird nie wieder so werden. Gab keine Vorurteile, gab gar nichts, Nitro. Gar nichts macht die OCB. Hör auf, meine Schwestern zu stacheln. War mal auf einer der größten Russen-Server, Alter. 1000 plus gleichzeitig online, war schon Action am Start. Aber ich glaube, zu viele Spiele auf einem RP-Server ist auch kacke. Wisst ihr eigentlich, was das für ein Support-Aufwand ist? Allein so ein Server wie Unity jetzt mit 500 aktiven Spielern, die haben ja weitaus mehr, wechselt der immer. So zu handeln, Alter. Stell dir mal vor, du hast 1000 Leute auf einem Server, aktiv. Und dann nochmal ein paar tausend, die ab und zu mal so zocken. Das ist schon ein Fulltime-Job. Mashallah, deine Stimme zuzuhören, erregt mich schon. Boah, das leitet meine DMs. Das ist eine Melanie, ja, Melanie, der alte Stream-Sniper. Ich finde auch, dass Unity das ganz gut macht, aber man merkt, dass Unity in gewissen Sachen noch etwas grün hinter den Ohren ist. Aber was nicht schlimm ist. Das macht unheimlich viel Spaß, auf Unity zu zocken. Vor allem, weil die ganzen Leute da
Also auf jeden Fall die oberste Ebene einfach durch die Hose atmet. Und das alles nicht so ernst sieht, so. Die achten schon auf Regelbrüche und den ganzen Quatsch, was auch gut ist. Aber sonst sehen die das nicht so ernst. Ne? Ich meine, guckt euch gestern an, der Fischer. Also Tai, so, ist Projektleiter. Und der Typ kommt einfach mit einem T3-Helm, mit so einem Panzerhelm, Alter, im Park und sagt, yo, ich komme hier hin, weil ihr mich sonst wenn ihr mich verprügeln wollt und so. Das ist halt so eine Mischung aus, ich nehme das RP ernst und ich habe ziemlich viel Spaß im RP auch. Ohne dieses Reingeschwitze, Alter, das ist halt... Das ist halt nur ein Vorteil, ne? Ganz viele Server haben unheimlich viele gute Features, aber da gibt's bei weitem nicht so einen RP. Das wird auch niemals passieren, da. Weil die halt alle am Schwitzen sind. Oder Curtis Smoker und Khan sollen ihn im Fitnessstudio bezahlen. Was macht der Smoker eigentlich? Der Gerrit war letztes Mal im Stream. Zockt er noch RP? Gut geregeltes Chaos of Unity. Das ist ein sehr weiser Satz, Macholle. Damit hast du recht, das unterstütze ich. Sieht man auch, dass RP wird dadurch auch voll lustig und nicht so auf Krampf. Stimmt, Rico. Und das ist das Entspannte. Ich meine, in Anführungszeichen, Troll-RP ist immer lustig so. Aber diese Mischung macht's halt, ne? Erinnert so ganz stark an GTA Live, Mann. Auf GTA Live haben wir auch den gleichen Quatsch gemacht wie hier. Jeder hat irgendeine Scheiße gebaut, Mann. Helikopter, da, abgestürzt, weitergefahren, scheiß auf alles so. Aber auf GTA Live gab es auch Zeiten oder so einen Knopf, wo man umgeschaltet hat. Wo man von diesem Troll-RP oder dieses lustige RP, was wir immer hatten, zu diesem, ich sag mal, Serious-Shit gegangen sind. Und gerade wenn du die Freiheiten hast, hast du so Möglichkeiten, auch Sachen zu erfinden. Ich erinnere einfach nur mal an Lensch mit den Gürteln. So, das war der größte Kack, Alter, so. Aber das war halt ein absoluter Renner, so im RP zwischen uns. Und das war nur möglich, weil man halt auch Spaß haben konnte. Auch Zeitungen, alles, Alter, die Mangolds und so. Das war alles, das ist alles nur möglich gewesen, weil die Leute Spaß am RP hatten. Wie auf Unity. Weil wenn die Leute keinen Spaß haben und aus Schwitzer machen und Hardcore-RP wieder, dann wird das wieder heißen, ja, du spielst einen Gangster. Warum machst du ein Yu-Gi-Oh!-Duell? Ein richtiger Gangster wird sowas nicht machen. Das sagen dann irgendwelche Leute, die dann in Bad Hennigden im Vorort wohnen und in einem Haus wohnen und das größte Verbrechen da ist, wenn einer vom Bauern die Eier klaut da oder irgend so eine Kacke. Die auch wissen, die ganz genau wissen, dass auch kriminelle Leute oder so wirklich Gangster im echten Leben absolut keinen Spaß im Leben haben. So, das steht bei Wikipedia. Du darfst so nicht spielen. Jemand, der im Crime-Bereich tätig ist, hat keinen Spaß. Der hatte auch nie eine Kindheit. Der hat in seiner Kindheit auch nie mit Pokémon-Karten oder so gespielt. Heute geht's den größten ums Gewinn und sinnlos ballern. Ja, das sehe ich aber bei uns auch, Taxi. Also nicht bei den Alteingesessenen, aber so beim Hase und so. Das sind halt diese ganz Jungen, ne, so, die sich beweisen wollen oder die das RP einfach so spielen, so, die knattern halt. Aber so ist jeder, das kriegst du nicht mehr raus. Da gibt's nur noch ein Extreme. Entweder hast du solche Leute, so wie wir das spielen, oder du hast welche, die so richtig einen auf Compton machen. So richtig Brooklyn-RP. Die dann kommen und sagen, yo, what's your back, homie, so. Was nicht schlecht ist, das ist unfassbar gut. Auf Nifty zum Beispiel, die ganzen Jungs. Hier Aiden, der jetzt bei den Yardies ist, hat er da gemacht. Little B und Punchfighter und so, die da auf Nifty gespielt haben oder immer noch spielen. Die machen das extrem gut. Aber wäre mir halt zu langweilig. Aber ist richtig cool anzusehen. Opa Willy Monka, danke für den Restart im dritten. Hab dich lieb, ich dich auch. Sergeant Basti, danke für den Restart im zweiten. Und Pentagon, danke für den Restart im 20. Die müssen sich noch die Hörner abstoßen, die Jungen willen, ja. Bitte nicht Raid. Was? Okay, warte mal. Beritan, warum nicht Raid? Jetzt erklär mir mal. Das ist das, du kommst im Chat rein und das ist das Erste, was du schreibst. Erzähl mir mal, warum. Jungen wild sind sie noch da. Ja, Da Vinci.
ich schmunzel darüber auch immer, wenn ich das im RP selbst mitkriege, so, wenn das wieder heißt, ja, wir gehen die Brettern und wir machen das und so. Ich bin wie so ein, ich bin so ein, mittlerweile so ein richtiger OG im RP. Ich war auch mal so, ich habe auch mal gesagt, boah, wir müssen uns verteidigen, wir müssen das haben, so, jeder muss wissen, dass wir die größten Schwänze haben im RP und so. Was für ein, oh mein Gott. Weil das nicht zu dir passt, Beritan, warum passt das nicht zu mir? Erzähl mal. Was hat denn die? Es war immer ein Geben und Nehmen, man könnte auch verlieren auf GTA Live. Konnte man, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das am Ende nicht mehr konnte und schon ziemlich viel Wert darauf gelegt habe, dass wir immer gewinnen. Was totaler Quatsch war. Und mittlerweile verstehe ich auch den, nicht Hate, aber die ganze Kritik von jeder Seite, die wir damals bekommen haben dafür. Und dieses sich darüber lustig machen und so. Der Sigi sagte eins, ein guter RPler muss auch mal verlieren können, geben und nehmen, Ball zu werfen, so ein Scheiß, ist auch richtig so. Lieber für Eis.de Werbung machen. Oh, Emre, da wärst du aber hier Top-Kandidat. Beritan, du wolltest mir nochmal sagen, warum das nicht zu mir passt. Es rappelt im Karton, dong, 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 dong. Der Krieg zwischen Lost und Sopranos ist das beste Beispiel, dummes Rumgeballer fast jeden Tag. Kann ich nichts zu sagen, kriege ich gar nichts von mit. Ich weiß im RP nur... Weiß ich das im RP? Nein, weiß ich? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich weiß nur, dass die Sopranos vom Büchse, von dem Rocker, die Tochter war bei den Sopranos und die haben die geblattoutet und hingerichtet. Und das haben die Rocker rausbekommen und seitdem haben die Krieg. Weil ich bei dir direkt an GTA denke und nicht an Golems und so einen Müll. Okay, und du meinst, dass deine Sicht sich zu mir verändert, wenn ich für 2 Stunden irgendwann mal mittags nicht mal zur Primetime vom GTA-RP irgendwas spiele. So, deshalb sagst du, nein, mach das nicht. Nichts gegen Golems, mache dich mit meinem WoW-Charakter kaputt, Junge, ist so. Zockst eigentlich noch Emre? Nein, ne? Darf er sich jetzt nur noch auf ein Spiel konzentrieren? Boah, Dombe, ich liebe dich für diesen Satz, ne? Wirklich. Ich küsse dein linkes Nasenloch, Alter. Toll, jetzt kriegen wir kein... Ja, das, okay. Dann wisst ihr Bescheid, ne, Chat? Kein Geister mehr. Kein Shadowlands. Kein Genix mehr. Nur noch GTA-RP. Seit 2 Wochen wieder SL auf jeden Fall mal testen. Dann kommen sie ins Teamspeak dann. Ich zock das auch, Emre. Wir werden wahrscheinlich mit 30 Leuten am Channel sitzen und zusammenzocken. Genug gelabert, rein in die Pumpe. Ja, ich mach mir nur ein Kerzchen an, danach können wir gehen. Ich glaube, heute ist eh nicht so viel zu tun. Hollywood-EP kommt wieder. Nein, meine Sicht ändert sich das nicht. Okay, Beritan. Ich finde das sogar viel lustiger als Crime, ein bisschen zu albern, weil jedes Mal einen auf G zu machen ist echt langweilig. Ich habe den Curtis verfallen und heißt übelst gefeiert. Hallo, und warum nicht auf Unity? Das ist im Prinzip der gleiche Charakter. Außer, dass ich mit denen eine ganz kleine Entwicklung hatte von ich bin nicht kriminell zu ich bin kriminell, aber bin auf der Straße nicht so erfahren, aber setz mein Köpfchen ein bisschen ein. Mehr als alle anderen. Sonst hat sich da an dem Charakter nichts geändert. Hallo, ich bitte euch. Als würde ich mich neu erfinden. Hallo? Da glaube ich ja nicht mal selber dran. ja, wollten wir DE, aber wir haben das bisher noch nicht hinbekommen. SpongeBob. Vor allem muss man nochmal offen für Neues sein, sonst ist das Leben irgendwann langweilig. Das stimmt, das könnte ich auch bei mir anwenden, indem ich mal einen anderen Charakter zocke. Aber ich bin ganz ehrlich, für mich entdecke ich auch immer neuere Seiten an diesem Charakter. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich ist das so. Keine Ahnung, manchmal sage ich Sätze, ich wiederhole mich auch oft, das weiß ich auch. Aber für mich ist das manchmal wie eine neue Erfahrung. Allein dieses Ultra-Cringe-Level mit Mila momentan im RP so. Das ist oder die Hochzeit von gestern, diese... Bruder, was mache ich da? Was habe ich da gemacht? Was habe ich gemacht? Nach dem Stream gestern bin ich so runtergegangen, habe mir was zu trinken geholt und meine Schwester sagt, ja, du hast die erpresst, damit die dich heiratet und so eine Kacke. Und dann denke ich darüber selber nach und dann frage ich mich selber, was hast du wieder gemacht, Alter? Ich kann dir echt empfehlen, wenn es da ist, dir mal New World von Amazon anzusehen. Das Game haut mich übel. Ich habe das gesehen bei Monkey News, bei einem Classic-WoW-Streamer.
sah interessant aus, aber ist jetzt nicht so was, wo ich jetzt richtig geil drauf bin. Unity Kurt ist eh Legende, Bro. Jetzt bin ich cringe, laut ist sie. Die HS-Story von dir war nice. Schade, dass das alles nicht so geklappt hat, wie du es vorgestellt hast. Weißt du, was richtig schade daran ist, Rico, dass ich die ganzen Sachen gar nicht gezeigt habe im Stream, weil ich so hinterrücks geklärt habe und so. Dass ich das gar nicht öffentlich gemacht habe aus Angst vor Meta, Alter. Eigentlich vor der Schwachsinn. Und am Ende hat nichts funktioniert, weil die gar nicht mehr auf das RP eingegangen sind, Alter. Und da wurde das so langweilig und ich wurde so deprimiert dadurch. Ich hatte so Depris geschoben dadurch, Alter. Auch ein kleiner Teil von den Gründen, weshalb ich dann aufgehört habe. Wieder. Ich habe das, glaube ich, eine Woche versucht, das RP irgendwie zu retten, sodass die Leute darauf eingehen und so. Ich wäre jeden Schritt gegangen, aber die vom FIB, die sind nicht drauf eingegangen. Das war alles viel zu hoch für die. Der einzige Mensch auf diesem Planeten, auf Homestead, der das gecheckt hat, was ich meinte und so, war Kuba. Aber Kuba hatte leider nicht die Mittel, um das alles zu retten. Und dann habe ich am Ende ein bisschen reingekegelt mit meiner FIB-PDW. Da haben die guten Rocker zu spüren bekommen. Und der Güte Höllig, den habe ich nämlich auch bedroht mit der PDW. Und die Broker habe ich getasert und verhaftet. Die PDW-Story, leider gibt's die nirgends auf Clip oder so. Warum bekam Monte dann Hate, als er ein Rayplacement machen wollte? Weil es Leute berät haben, weil es Leute einfach gab, die da... Weiß nicht, vielleicht waren ein paar neidisch, vielleicht haben welche nicht gegönnt oder so. Und ganz viele Leute haben halt ihre Meinung in den Topf geworfen und er hat sich das zu Herzen genommen. Er hat sich das zu Herzen genommen und hat gesagt, okay, ich muss das, ich mach das nicht. Aber mich kann man ja auch gar nicht mit einem Monte vergleichen, weil ich habe keinen Ruf. Oder habe ich einen Ruf? Ich bin keine so große Persönlichkeit, wie ein Monte ist und so. Da ist der Druck und was dahinter steht auch nochmal viel heftiger als wie bei mir. Wenn ich das jetzt mache oder wenn ich mich dazu entscheide, das zu tun und es hier 20 Leute gibt, die sagen, ja, du verkaufst dich jetzt, fick dich, du Wichser und so, dann könnte mir das rein theoretisch egal sein, weil ich weiß, solange ich hier nur 10 Leute zum Lachen bringe und so, bin ich komplett befriedigt mit dem, was ich tue, so. Das juckt mich nicht. Bei mir würde kein zu großes Kartenhaus einstürzen, als wie bei einem Monte. Hat man ja auch gesehen mit der letzten Aktion, die da passiert ist bei ihm im Urlaub. So, der kriegt da Gegenwind des Todes, Mann. Das ist doch echt Respekt, dagegen zu halten. Und schnell zu reflektieren und einzugestehen, dass man Scheiße gebaut hat, so. Aber hallo, wer bin ich denn? Alter, ich bin Popel. Weil Monte vorher über Raid und Handygames abgehatet hat, über Leute, die sowas annehmen und dann kommt ein 100k-Angebot und alles ist auf einmal Gucci. Da kann ich nichts zu sagen, ich kenne die Vorgeschichte nicht, wer wo was gesagt hat und so. Das weiß ich wirklich nicht. Ruf ja, aber in der RP-Szene, Mann, wen interessiert der Ruf in der RP-Szene, Alter? Junge Bruder, ich bitte dich. Was habe ich denn für einen Ruf in der RP-Szene, außer dass ich das mit diesem Akzent, viele sagen ja Sprachfehler dazu, obwohl ich dann ein bisschen... Ich möchte niemanden auf den Schlips treten, der wirklich einen Sprachfehler oder so hat. Außer, dass ich das vielleicht in die Szene gebracht habe oder der Erste war, der das gemacht hat. Oder einer der Ersten. Auf GTA Live sind ja auch schon welche rumgelaufen, die hatten ihren eigenen Style. Zum Beispiel der Typ, der bei Schwarzwasser... Ach, wie hieß der, Alter? Der bei Schwarzwasser den Rasen gemäht hat, der diesen Skin gespielt hat von diesem dicken Mann. Der so als Kind geredet hat, Alter. Ist einfach... Jeder hatte seinen eigenen Style. Und das habe ich auch schon mal gesagt. Ich bin nicht der Erfinder von der Sprache oder von den Sachen, die ich sage. Ich habe das auch alles nur übernommen. Das habe ich euch sogar schon mal gezeigt, woher ich Jaha habe und sowas. Oder meine Brüder. Habe ich auch von einem Kumpel übernommen, der das damals gesagt hat und so. Ich habe das nur zusammengetragen. Aber sonst bin ich auch nichts. Murphy, genau Murphy, der Willi, Alter. Super Typ gewesen. Ich bin der Meinung, dass du GTA RP salonfähig gemacht hast. Nein. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und hatte viel Glück. Es gab auch vor mir schon Leute, die Crime RP gezockt haben, auf GVMP zum Beispiel. Als ich da gespielt habe mit Rakim, die 2 Tage, wo wir da drauf waren, gab es auch schon welche, die Ballers bespielt hatten und so. Und einen auf G gemacht haben. Das kam aus dem GTA-Universum von SAMP und so.
Ich bin nur der Erste gewesen, der gestreamt hat. Die hieß Melanie Akai. Der Willi, der dich vom Pitti geküsst hat, ja, Mann, oh mein Gott, ich erinnere mich so gerne an die Sache, ne? Ehrlich. Ich vermisse Sugar Mama. Sugar Mama ist Projektleitung bei Homestead, Mann. Der hat Homestead mit aufgebaut. Wie machst du denn diesen Kürzakzent? Ich kann, Ermin, keine Ahnung, wie soll ich das erklären? Ich weiß nicht, ich mache einfach mal der. Weiß nicht, irgendwie fühlt sich die Zunge steif an und so. Und ich rede auch zum Teil durch die Nase, keine Ahnung, Alter. Das ist, weiß ich nicht, das ist einfach drinne. Ja, der Opa, ich erinnere mich echt gerne an die Zeit zurück. Lass in die Pyramids gehen. Hat doch unheimlich viel Spaß gemacht. Aber macht er heute unheimlich viel Spaß. Nicht mehr so krass wie damals, weil... Oh mein Gott, jetzt steht da schon wieder Windows aktivieren, ne? Ich raste aus, Alter. Boah, egal. Dr. Extra, danke für den Wister für den 5. DP King, danke für den Prime 2. Und Gott, Nortex, danke schön für den Wister beim 18. Dieses Geräusch ist so witzig. Wir reden auch noch echt regelmäßig über die Anfänge auf. Ach man, wenn wir im Teamspeak sind, quatschen wir voll oft darüber, sehr oft. War eine coole Zeit, war damals zwar witziger als heute, aber damals war es halt neu auch, ne? War geil, Mann, war richtig geil. Ist heute auch geil. Da Vinci, ich habe einen Windows-Key. Ich habe sogar gestern Nacht einen gekauft, aber ich kann Windows irgendwie nicht aktivieren. Da kommt immer so eine Fehlermeldung. Ich habe auch schon gegoogelt danach, Alter, und nix hilft, Mann. Willst du dein Windows aktivieren? Ich habe eine Batch-Datei vorhin gemacht, aber ich glaube nicht, dass das hilft. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Wo du den Key auch eintragen musst, das habe ich auch schon gemacht, aber das funktioniert auch nicht. Aber solange ihr das nicht sehen müsst, ist alles cool. Ich kümmere mich da später um. Hau rein, Lusp.